See am Niederrhein, hier in Dienstlaken, konnte ich fußläufig erreichen und ein herrlicher Sonnenaufgang. Die Sonne knallt hier auf den See und leichter Nebel über dem See. Wir haben hier eine Gegenlichtsituation, deshalb ist das auch so schwierig, die Kamera einzustellen. Ihr könnt dann sehen, hier über dem See ist vollkommen überblendet. Aber damit ihr mich erkennt hier im Schatten, muss ich halt die Blende so einstellen, wie sie halt ist. Ja, ich habe schon ein paar Aufnahmen gemacht, als ich um den See rumgegangen bin und habe die schönen Szenen genutzt mit dem Nebel und die Sonne, wie die immer mehr reinkam. Wir haben eine kleine Insel hier in der Mitte vom Rotbachsee. Da sind viele Vögel drauf und die lassen kommen und gehen. Und ich habe ein paar Aufnahmen gemacht, wie die Vögel gerade starten oder landen. Und ich blende euch die mal eben ein. Es sind fantastische Sachen dabei. Ja, ich hatte für heute Morgen mit zwei Spots vorgenommen. Das eine ist genau das, was ich jetzt hier gemacht habe, wenn die Sonne jetzt reinkommt in den See. Ich hatte gehofft, dass der Baum auf dieser kleinen Insel schon ein bisschen mehr verfärbt ist. Ist nicht so, aber Herrgott, die Aufnahme, denke ich, ist trotzdem gut. Ich bin sehr zufrieden, sowohl mit der Gegenlichtaufnahme als auch vorher mit Licht drauf, mit dem schönen Lichtfleck oben in der Krone. Wunderbar. Bei Gegenlicht ist nicht ganz einfach. Bei diesem Foto kommt von vorne links die Sonne hell ins Bild und der Hintergrund mit dem Waldrand ist sehr dunkel. Das heißt hoher Lichtkontrast. Die neuen Kameras können diesen Dynamikumfang aber zumeist gut handhaben. Man muss aber die richtigen Kameraeinstellungen wählen. Wenn man jetzt der Kamera in der Automatik die Einstellung überlässt, dann kann es sein, dass durch den hohen Dunkelanteil sich die Kamera daran orientiert und dann würde aber Folgendes passieren. Dann würde die Kamera vielleicht eine Einstellung wählen, um das hier alles gut und hell darzustellen. Aber man kann dann sehen, hier der Himmel würde vollkommen ausbrennen. Deshalb stelle ich das immer manuell ein und ich orientiere mich immer am Histogramm, was ich mir in meiner Kamera einblende. Und ihr könnt an dem Histogramm sehen, ich bin jetzt hier von dem hellen Rand, also hier sind ja die Weißanteile, deutlich weg. Das heißt, die Konturen hier oben kann ich alle noch erkennen. Ich habe hier Details im Himmel und auch Details hier vorne, da wo die Vögel gerade durchfliegen. Das Bild erscheint so natürlich etwas zu dunkel, aber ich kann natürlich am Histogramm auch erkennen, dass die dunklen Anteile nicht ins Schwarze absaufen, weil von dem schwarzen Rand bin ich auch eine ganze Ecke weg. Und das Histogramm zeigt eben, die dunklen Anteile sind alle noch rettbar und ich kann die nachher in der Nachbearbeitung, die Kurve kann ich hier so ein bisschen nach rechts verschieben und dadurch werden diese Teile sichtbar. Der einfachste Ansatz wäre natürlich jetzt einfach hier die Tiefen anzuheben und da kann man schon sehen, dass ich dann diese Teile rette. Das war jetzt nicht meine Wahl, ich habe hier lokal gearbeitet in diesem Bild, um wirklich lokal diese Seite einzustellen und lokal diese dunkle Seite und hier vorne auch den See nochmal einzeln zu behandeln. Die Schritte will ich nicht alle zeigen. Aber letztendlich führte das dann hier zu diesem Ergebnis. Thank you.
warte ich darauf, dass hier nochmal Vögel landen oder starten, damit das Bild nochmal so das gewisse Extra bekommt, einen kleinen Pep. Es ist so nicht schlecht mit der Insel und da geht's los. Ich muss mal eben den Auslöser betätigen. So, das war gar nicht schlecht. Ich will hoffen, dass das was geworden ist. Die Kormorane, die sind jetzt aus dem Bild rausgeflogen, aber vielleicht habe ich sie dann doch noch in der vernünftigen Relation an der Insel. Muss ich gleich prüfen. Ich habe jetzt einfach auf den Auslöser draufgehalten und dann feuerfrei. Feel the wind as it brushes right over my cheek. See the haze as it covers my eyes. Feel my body's intention. Ja, die Szene ist wirklich schön heute Morgen. So ein bisschen Nebel über dem See. Die Sonne kommt auf die Insel. Ein paar Vögel dabei. So, ich gehe zu dem anderen Spot. Die Sonne ist jetzt hoch genug, weil die über dem Rotbach ist ja dunkel. Aber meine Idee ist halt, die Sonne muss so ein bisschen da reinfallen von der Seite. Ob das aber so wird, wie ich mir das vorstelle, werden wir jetzt sehen. Gehen wir mal hin. So, ich bin jetzt an dem zweiten Spot auf der Brücke über den Rotbach. Und ich hatte eigentlich darauf gehofft, dass ich so eine Art Tunnelwirkung habe durch die Bäume, die über dem Rotbach hängen. Aber da hat meine Erinnerung mich leider getäuscht. So, das ist die andere Blickrichtung. Aber das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber so ist das manchmal. Man geht mit einer Vorstellung irgendwo zu einem Spot und dann ist die Realität anders. Okay, also ich werde das hier verlassen, das werde ich nicht weiter vertiefen. Das bringt nichts. Ist nett, aber bringt nicht das Foto, was ich mir erwünscht habe. Ja, ich habe den anderen Spot wieder verlassen, wie ihr seht. Der See gibt da jetzt einfach heute Morgen mehr her. Und ich habe noch wirklich eine schöne Szene gefunden. Ich bin jetzt hier in so einem kleinen Schattenloch noch. Und wie ihr seht, hier gibt es noch eine zweite Insel, die ein bisschen vorgelagert ist vor der Insel, die ich vorhin immer fotografiert habe. Und die Sonne fällt gerade wunderbar da rein und die gelben Blätter, die leuchten so richtig. Der Nebel lässt natürlich jetzt leicht nach über dem See. Die Sonne vertreibt halt den Nebel immer mehr. Aber die Szene ist trotzdem sehr, sehr schön. Rechts hinten am Rand ist noch eine schöne Birke zu sehen, die so ein bisschen als Gegengewicht dann an dem rechten Bildrand wirkt. Ja, schöne Szene. Gefällt mir gut. Hier ist das Bild. Ja, wenn ihr Lust habt, hier am Niederrhein auch mal so schöne Fotos zu machen von dieser Idylle, von den Kopfbäumen, von den landwirtschaftlichen Höfen. Ich habe am 1.11. noch einen Fotoworkshop, da sind noch ein paar Plätze frei. Wenn ihr Lust habt, mitzukommen, wir treffen uns früh morgens, das geht dann so 3-4 Stunden. Und dann zeige ich euch ein paar schöne, nette Ecken in der Momniederung. Und da gibt es wunderschöne, charaktervolle Bäume und Höfe und Hecken und Wege, also wunderschöne Gegend. Ich habe dazu auch schon mal ein, zwei Videos gemacht, die verlinke ich euch mal hier oben, wenn ihr euch das mal ansehen wollt. Ansonsten findet ihr unten den Link zu dem Workshop. Würde mich freuen, wenn ich euch da wieder sehe. Ja, aber beim Rundgang heute Morgen um den See habe ich natürlich ein paar Bilder gemacht, immer auch so zwischendurch, wenn ich einzelne Szenen gesehen habe, die mir ganz gut gefielen. Ich blende euch die Bilder noch mal ein von meinem kleinen Rundgang, da sind ein paar ganz nette Schüsse dabei. Thank you.
Ja, wenn euch das gefallen hat heute, dann ist ein Daumen rauf, denke ich mal, Ehrensache. Ansonsten würde mich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst. Falls noch nicht geschehen, dann sehen wir uns hier regelmäßig wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.